Nahrung Ja. haben, ja. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Essen dabei. Weil man kann da Das. voll schöne Sachen machen. So wie das kleine Beet da gerade war, so kann man ja auch Schilder aufstellen und sagen, was da wächst und so. Da Boah. kann man voll hübsche Sachen machen. Sau gut. Oh, ja, auf jeden Fall. Und wie man das machen kann. Also, das Coole ist ja an diesem Ort, da ist ja so gut wie alles Plan. Also, da kannst du alles bauen. Ja. Wo bist du? Da bist du. Okay. Ich bin hinter dir. Ich sehe dich. Achso, ich habe gerade geguckt, das war irgendwas Grünes. Irgendwo in die Richtung. Ja, hier sind überall Monster natürlich. Wir haben ja Nacht. Äpfel. Kann man, wenn man jetzt Äpfel hat, dann, also wie kriegt man denn zum Beispiel die Samen, dass ein Apfelbaum entsteht? Einfach einen Apfel mit einem Eichensetzling zusammensetzen. Und dann hast du einen Ah. Apfelbaum. Ich habe auch mal ein paar mitgenommen. Können wir auch gut pflanzen. Oh, ich muss morgen. Oh. Okay. Ja, dann auf geht's. Also gerade wenn du was findest, wo wir kurz anhalten können, dann, also gerade sowas, können wir immer mitnehmen. Ich halte auch ein bisschen auf schon. Oh, wir könnten Was ist das? Bienen Ach, das ist ein züchten. Bienenstock. Ja. Wie cool. Ich habe mal eine Königin mitgenommen. Ich glaube, mit einer Königin kann man dann auch Bienenstöcke machen. Oder mit ein paar Okay. zumindestens. Oh Gott, ruckelt das. Oh. Übel. Was hat der Justin gemacht? Ja, jetzt geht's wieder. Nein, das war er nicht. Okay. So, das Unterwasser sieht schon cool aus, so. Auf jeden Fall. Wir werden, also das Coole ist ja, an dem alten Ort war ja direkt vor der Tür Atlantis. Echt? Oh ja. Oh. Oh, was kommt da? Oho. Ist das cool. Das ist ein japanischer Tempel, ne? So. Irgendwie so, ja. Geil. Boah, cool. Da muss ich mal rein. Oh ja. So. Was? Ekoli-Holz? Oh, Okay. ich war hier mal anscheinend. Braune Kerze. Das sieht ja voll cool aus. Sau gut, ne? Was war denn das für ein Monster? So, das habe ich noch nie gehört. Ah, das war ein Enderman. Ach so, schön. Es geht auch ein bisschen höher, glaube ich. Oha, da ist eine Truhe. Samurai Kabuto, Samurai Manchira, Was? Wo? Ame no Murakumono Tsurugi, irgendeine Waffe, keine Ahnung. Hosen, Schuhe und Fallen Bist du Samurai, ein un? Buch. Wo bist du Ich denn? bin ganz oben quasi. Warte mal, da Da ist muss noch ich. dieser rote Baum in der Mitte. Ja. Ich bin über diesem Baum. Ah, da bist du. Ja. Gibt ja da in der Truhe drin. Aber nur Oh, Maruko no da ist Tsurugi. irgendwas Schwarzes bei uns. Wo? Ah, das ist ein Enderman. Aha. Der teleportiert sich halt immer. Oh, cool, Samurai. Fallen Samurai. Ja, das hast du aber dann anscheinend auch noch nicht gesehen, oder? Oh, cool. Ich nehme das mal mit. Das können wir ausstellen. Es gibt Kann so. man den kaputt machen? Ja, kann man, kann man. Man muss ihn nur treffen. Der ist weg. Okay. Das Coole ist an diesem, an dieser Rüstung, die können wir ausstellen. Aber es gibt so einen Rüstungsständer. Cool. Ich bin hier. Sau cool. Cool, hat's so, hat mega geil ausgeschaut. Ja, weißt du was, ganz kurz? Solange wir am Reisen sind, würde ich mal ganz kurz Monster ausmachen. Okay. Nur für den Moment. Aber braucht der Justin die nicht, oder? Er braucht sie Das schon, hat er es schon geschafft. Achso, okay. aber einfach nur, damit die Reise jetzt nicht so, weißt du, so Ja. anstrengend wird. War es schon krass. Ist auch noch eine Höhle. Schon Oh. gut ausgeschaut. Was ist denn das hier für ein Himmelsstein? Okay. Ah, das sind. Ach, das sind Weißt du, ein die schwarzer Block Meteoriten. mitten im Nichts. Ja, das ist ein Meteorit. So gesehen. Okay. Eisenkies. Ja, sau gut. Boah, ich freue mich schon. Also wir haben. Ah, der Slackjack ist auch da. Der wird wahrscheinlich dann auch gleich den Justin joinen. Das Ah sind die ja. beiden zusammen. Auch gut. Liegt mal so ein bisschen über Meer.
Ach, cool. Boah, wie der Sonnenaufgang oder Untergang, wie auch immer. Aufgang wird es sein. Aufgang. Direkt Justin ins. Gaming hat das Spiel verlassen. Schön. Oh, warum? Wir fliegen genau drauf zu. Wir fliegen genau auf dem Sonnenaufgang. Das sieht fantastisch aus. Oh, wonderful. It's wonderful. Oh, so gut. Alter, sieht das cool aus. Oh, ich habe nur so Angst jetzt bei dem ganzen Fällen und sowas. Boah, wie viel da gemacht werden muss. Puh. Und wir müssen halt immer auf Hunger achten, ne? Ja. Boah. Letztes Mal bist du ja da schon gestorben. Oh, ja. Und wie? Das war nicht so cool. Es gibt auch Höhlen unter Wasser, oder? Ja, so ungefähr, ja. Wenn du runterbuddelst, ja. Was ist denn das? Nee, heute muss ich Panzer fahren. Wir Und hätten da. gern den Passierschein A38. Oh, der Justin, der hostet mich gerade. Vielen herzlichen Dank für deinen Host. Gehst du schon offline? Musst du. Ach, ich glaube, er muss morgen arbeiten. Und das muss ich auch. Ich auch. Aber ich habe noch ein bisschen. Ich auch noch ein bisschen. Nicht lange, aber ein bisschen haben Ja. ja, ich habe alles begutachtet, lieber Slackjack, und das war lustig. Was ihr da getrieben. Ach so, du bist so weit hinten, sorry. Passt schon. Oh, Ich hab warte. dich im Blick. So. Das können wir auch gerade mal mitnehmen. Bambusch. Yay. Ich habe nämlich gerade Zuckerrohr mitgenommen. Damit können wir Ah, Zucker. Zuckerrohr war das. Ja. Oh nein, der Justin findet keine Lösung, er hat keine Lust mehr. Mö. Der Slackjack müsste kommen und dir helfen. Ah, oh, krass. Wie tief es auch hier ist, ne? Voll krass. Oh, ist alles Kies. Krass. Okay. Hui. Wieder draußen. Sau gut. Jetzt kommt schon. Ach so, ja genau. Er bekommt den Scriber nicht gepowert. Oh, zum Glück müssen wir uns nicht mehr so viel mit Technik beschäftigen. Ja, da Das bin wird. ich eh draußen. Ja, das ist auch. Oho, Festland, oder? Oho, und was eine Wand. Oh ja. Sau gut. Oh ja, das sieht langsam nach. Ich glaube, das ist eher eine Insel. Eine Insel wäre Ja. natürlich auch cool, ne? So eine riesige Fessel. Sumpflandschaft, so sieht es irgendwie aus. Ja, definitiv. Also, wenn ich mich noch so ein bisschen recht erinnere, wir haben auf der quasi anderen Seite der Kugel, also weit entfernt vom Zuhause, haben wir auch eine Sumpflandschaft, eine Landschaft mit, was war denn das? So eine wüstenerodierte Welt, das war sau cool. Okay. Also guck mal da hinten die Bäume. Also das heißt, wir sind schon ganz nah. Da auf der rechten Seite. Es müsste jetzt auch gleich Atlantis kommen tatsächlich. Warte mal schnell. Ja. Ich muss mal. Wie weit hast du deine Sichtweite eingestellt? Ich glaube, ich bin auf normal 12 geblieben. Dann siehst du irgendwie weiter wie ich. 14 habe ich, sorry. Okay, ja, jetzt sehe ich die Bäume auch. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind schon da. Boah. Alter, die sind ja mega weit gewachsen. Ach du meine Güte. Und hier brennt's noch. Oh nee. Uff. Und wir sind noch nicht mal. Hä, wie haben die das denn geschafft, hier aufs Land zu kommen? Ach du meine Güte, die haben ja hier alles. Oh nein, die haben wahrscheinlich hier alles durchge. Wie heißt es? Übernommen quasi. Ups, ich hab was weggeworfen. Moment. Ich nehme gerade mal meinen. Boah, diese Bäume, oh mein Gott. Das hört nicht auf.
Ah, hier bin ich gestorben, stimmt. Nee, das ist die Gegend. Ach du Mike. Oh ja, da fällt auch schon Holz vom Himmel. Ja, einfach mal so. Prophylaktisch. Genau, jetzt können wir die Rucksäcke denen sagen. Genau, habe ich jetzt gerade gemacht. Dass die quasi Holz sammeln sollen, oder? Ja, genau. Also ich habe dem Ding jetzt gesagt, sammle Holz und ja. Okay, warte, warte, lass mich das mal schnell. Ja. Das heißt, ich nehme jetzt den hier, Ja. nehme Hier jetzt Holz. ist das zu Hause. Und da muss ich nichts weiter tun, Nö, nö, der sammelt jetzt einfach alles ein. oder? Okay. Ah ja, schau mal, das sind ja noch Oh Gott. eins. Oh Gott. Ich räume mal erstmal unser Haus frei, so gut es geht. Gott, das ruckelt gerade, wie sonst was. Ja, das ruckelt hart. Ja, ich hoffe, wir kriegen das recht schnell weg. Wie gesagt, achte darauf, dass du genug Essen gegessen hast, Ja. bevor du drauf knüppelst. Boah, 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 boah. Oh ja. Ah, lass uns erstmal die Setzlinge vielleicht wegmachen, oder? Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn wir die Setzlinge nicht wegmachen, dann haben wir ja gleich wieder das gleiche Problem. Das Dann ist richtig. Ich krieg mit dir am besten weg. einfach draufhauen. Auch mit der flachen Hand geht das ganz gut. Also, okay. Oh Gott. Warum? Ich sammle in dem Rucksack jetzt auch einfach mal Setzlinge, die da halt so rumwandern. Ja, das mache ich auch gerade. Ja. Geht ja nicht anders. Ja. Und viel zu viel hier. Ich meine, es werden wahrscheinlich, selbst wenn wir hier aufgeräumt haben, nach und nach immer wieder Setzlinge aufgehen. Oh mein Aber Gott, wie viele. was denn? Wie viele Setzlinge hier sind. Ja, das kann dauern. Oh Gott. Und das Krasse ist ja, dieser Brand, der hat ja teilweise so viel kaputt gemacht, dass ja Löcher in den Böden ja entstanden sind. Es war mal so eine schöne Welt. Vor allem, wie krass, wie groß dieses Feuer geworden ist. Ja, ich habe das, glaube ich, einen Tag laufen lassen. Oh Gott, hier brennt's noch. Ich lösche mal schnell den Brand, damit es nicht weiterzieht. Also, ich glaube, Brände haben die Priorität mitunter, oder? Weil sonst brennt hier noch mehr. Ja. Das heißt, einfach auf dem Stamm, auf dem es brennt. Einfach abholzen, ja. Einfach wegknüppeln. Ja. Oh Gott, hier Mit brennt der. es überall. Mit was? Mit der Lumber-Ex am besten, oder? Genau. Mit der Lumber-Ex, dann passt das schon. Wow. Oh, so ein Magnet wäre halt auch geil gewesen. Hast du den Magneten zu Hause gelassen? Ich habe nie einen gehabt. Ah, nein. Das hätten wir machen können. Ja, so ein Magnet ist schon was Tolles. Okay, wenn da jetzt so ein dicker Baum ist, ich bin satt auf jeden Fall. Ja, Passiert dann. es mir auch, dass da plötzlich alles verschwindet, oder? Ja, Okay. das ist normal. Oh, jetzt brennt der Boden. Ja, den kannst du auch löschen. Musst du halt abbauen dann. Aha. Da hat gereicht, als ich, dass ich draufgeschlagen habe, so ungefähr. Sehr gut. Boah. Ich überlege Boah, gerade. ist das krass. Was denn? Wenn diese. Wenn du einmal drauf hast und diese Bäume so auseinanderfallen. Oh ja. Okay, ich höre Lava. Das kann sein, ja. Alter, kann das dauern. Ich versuche gerade einen brennenden Baum hier zu retten oder zumindest ihnen ja die Möglichkeit zu geben, nicht andere Bäume möglichst anzustecken. Ja, ich bin auch gerade mit Feuer
Feuer löschen. Ja, das ist... Und ich nehme halt immer überall Setzlinge mit, wo ich es finde. Ja, das müssen wir, das ist... Sonst stehen wir vor dem gleichen Problem. Oh Gott, hier brennt alles. Ich überlege gerade, ich muss mal was essen erstmal. Ich werde einen Baum direkt abholzen müssen. Habe ich auch. Gerade. Gerade. Ich esse mal genug. Also merke, niemals mit so einem Quatsch hier experimentieren. Okay, da, das ist so krass, wie viele Setzlinge hier sind. Ja. Oh, wir hätten mir einen Magneten machen sollen. Ich kann noch schnell einen machen gehen. Ich habe ja den Wegpunkt. Und du meinst teleportieren, oder? Ja, ja. Wie ist das eigentlich mit dem Bett? Muss ich mir dann hier eigentlich schnell eigentlich ein Bett zaubern? Ja, müssen wir beide machen. Okay. Das heißt, wir brauchen Wolle. Genau, Wolle oder Fäden. Ich hatte hier mal meinerzeit Baumwolle rumfliegen gehabt, aber ist ja alles abgebrannt. Ansonsten müssen wir dann schnell auf die Suche gehen. Ja, ja, ja. Oh Gott. Aber im Moment können wir uns auch schlimmstenfalls teleportieren. Ja. Oh Gott, hier brennt alles. Ey, das ist so krass. Hier ist ein Setzling nach dem anderen. Ding, 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 ding. Ja. Ein ganzes Feld. Das ist echt so, ne? Und dann wundert man sich. In die Richtung, wo du bist, sehe ich es brennen. Und zwar lichterloh. Ja, tut's auch gerade. Ich versuche gerade erstmal die Setzlinge so ein bisschen wegzubekommen. Weil die Bäume gehen so oder so kaputt. Oh, Lava. Die sollte man vielleicht zubauen, oder? Ja, könnten wir machen tatsächlich. Ich hoffe nur, dass, vielleicht begünstigt sie das ja alles nochmal. Deswegen, wenn wir vielleicht, weil es brennt genau da. Ja. Diese blöde Lava. Am Baum, also da ist direkt Baum neben Lava. Mhm. Ja, klar. Stimmt, dann lieber wegmachen, bevor es alles brennt. Ja, aber sofort. Ich bin schon dabei. Wir hätten uns eigentlich Wassereimer mitnehmen können. Ja, dann halt. Ach nee, oder? Was denn? Jetzt brennt schon wieder so ein Riesenbaum, verdammt! Das ist. Diese Kacklava. Es ist echt schlimm. Oh Gott, hier fängt gerade einer an zu brennen. Ja, genau den meine ich. Ich glaube, wir reden vom selben. Ja. Ich versuche ihn gerade mal abzubauen. Aber ja, ja, ich habe es geschafft. Sehr gut. Okay, nee, dann habe ich doch noch einen anderen. Okay, sehr gut. Alter. Okay, ich habe zum Glück noch einen gerade abgebaut. Das Allercoolste wird ja sein, dass wir genug Holz haben werden, um, keine Ahnung, 15 Häuser zu bauen. Ja. Woher weiß ich, wann dieser Rucksack voll ist? Wenn alles in deinem Inventar landet. Also in deinem normalen Inventar. Bei mir landet noch nichts im Inventar. Tatsächlich. Du kannst auch schlimmstenfalls den Rucksack rausnehmen und kurz reingucken. Okay. Genau. Wir hätten genug Wasser drumherum. Wir bräuchten nur Eisen und Eimer. Also letztendlich dann Eimer. Nein, nein, hör auf zu brennen. Nein, 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 nein. Ah, du bist auch gerade hier. Ich sammel gerade die Saplings auf ohne Ende. Ja. Es war eine Tonne. Oh mein Gott, dieser Baum. Hat er aufgehört zu brennen? Nein. Also der da vorne rechts, da oben, musst du mal hochschauen. Da hinten bist du. Ja, hier. Richtig übel. Warte mal, hier brennt auch noch einer. Oh nein, der wird alle anstecken. Back. Ja, genau, ich glaube, wir reden von seinem. Ich glaube, hier brennt einfach konsequent alles.
Okay, so zumindest krass. mal keine Lava mehr. Oh, sehr gut. Oh nein, der hat alles angesteckt. Oder der fängt zumindest an, gerade die Bäume nebendran anzustecken. Das Wichtigste ist eigentlich mitunter auch so die Feuer zu löschen, dass wir in Ruhe danach die anderen Bäume abfackeln können. Ja, das Problem ist, es brennt so weit oben, dass man halt immer den ganzen Baum vernichten muss. Da, hier oben brennt ja alles. Ja, ich mit achso, übrigens, mit dieser Sense kannst du ganz schnell ganz viele Blätter abhacken, ne? Okay. Also deswegen, ich mach die Bäume gerade so gut es geht kahl, damit sie nicht gleich wiederkommen. Also damit die nicht überall Feuer fangen. Alter, hier brennt ja noch immer alles. Okay, sollte dieser Baum jetzt nicht... Okay, nächster Baum ist weg. Oh Gott, weg. Nein, da ist ja noch ein Baum, der komplett brennt. Und neben ihm noch ein kleiner. Puh, das kann dauern. Aber so ein bisschen was haben wir ja schon. Okay, der brennt. Oh, 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 oh. Ich brenne. Feuerparty, wuhu. Mal schnell ins Wasser plumpsen. Ja, dann ist auch weg, genau. Oh mein Gott. Das denke ich mir auch gerade. Feuerhölle hier. Ja, das sagst du laut. Oha, hier haben wir ein, Uppala. Oh, hier haben wir Eisen. Oh, vielleicht ist das unsere Rettung. Vielleicht können wir ja damit dann letztendlich unsere Eimerchen bauen. Das wäre ja gut. Ich hole noch ein bisschen Kohle mit. Und noch ein bisschen Steine. So. Okay. Ich gucke mich gerade schnell um, ob ich noch ein bisschen Eisen finde, so spontan. Um dann endlich unsere Kollegen hier zu bauen. Weil ich glaube, mit ein bisschen Wasser kriegen wir das vielleicht noch ein bisschen besser unter Kontrolle. Na, sieht nicht so nach Wasser aus gerade. Nach Eisen aus. Mist. Okay. Oh. Ich bin in einer Höhle. Krass. Also in einer Höhle, die direkt nach draußen führt. Nein, 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 nein. Wie kann man das jetzt machen? Ja. Okay, der eine Baum. Ich hoffe, der brennt einfach nur aus. Ach du meine Güte. Ich weiß nicht, wann die nächsten Bäume wachsen, aber wenn das Feuer zumindest weg ist, weißt du, hat man die große Möglichkeit... Einfach nur zu sagen, wisst ihr was? Wir lassen die Bäume jetzt. Weil dann brennt zumindest nichts mehr. Genau. Und bauen dann erstmal nach und nach auf. Und können die dann noch immer abholzen. Wir müssen halt auch die Setzlinge wegkriegen. Oh Gott, es brennt alles. Voll krass. Ja, es ist unglaublich. Wo dieses Feuer überall ist. Ja. In den höchsten Höhen. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll.
Ich auch nicht. Ich baue einfach so. Ich stehe hier mitten. Das. Ah, ich komme nicht weg. Ah, jetzt Das sieht brenne so ich. krass. Das sieht so krass aus, dieses Bild, wie unter mir alles brennt. Ich bin ganz oben. Ganz, ganz übel. Alter, ich muss das auch mal sehen. Hui. Es ist krass, ne? Alles brennt. Vor allem, wie ist das passiert? Hast du ein Feuer gelegt oder? Ich habe ein Feuer gelegt. Ich Okay. habe nur nicht gewusst, dass sich die Setzlinge so verbreiten. Ja, und dann hatte ich irgendwann den Salat. Das ging dann schnell. Für mich, ich finde es so krass, wie diese Welt ist weiter. Also, wir waren ja quasi schon lang weg und diese Welt generiert es halt einfach weiter, Weiter. dass einfach alles brennt. Ja. Das ist so krass. Zumal, das hört er ja jetzt. Also, es ist ja so, eigentlich würde ja jeder Waldbrand einfach irgendwann aufhören. Ne? Also Aber irgendwann. der sieht nicht so aus, als würde er aufhören. Eben, weil immer mehr Setzlinge fallen. Oh, ich bin mittendrin. Also es reicht auch, wenn du einmal so auf so eine Flamme haust, dann ist sie weg. Ah, okay. Das hatte ich so mal. Alter. Ein Setzling mehr hier. Alter Vater. Puh. Eigentlich könnten wir den ganzen Boden abbauen, bis wir nur noch Gestein haben. Dann wächst auch nichts mehr. Das ist eine Jahrhundertaufgabe. Boah, hier brennt es ja wieder. Also ich zerhaue mal, den ganzen Baum. Das funktioniert irgendwie nicht immer, oder? Nee, wenn der angefangen hat, Blätter zu verlieren, dann nicht mehr. Oh, ich glaube, mein Rucksack ist jetzt voll. Nee, es kommt noch. Sieht aber so aus. Ja, mein Rucksack ist voll. Oh Gott. Brauche ein Holz und ein Setzling. Und einen neuen Ranzen. Der eine ist voll. Okay. Glaubt man gar nicht. Das geht natürlich aber so schnell, weißt du, so ein Baum, wie viel Holz der hat. Feuer, das wäre gut. Oh ja. Ein guter Feuerlöscher, der recht flott ist. Das. Oder halt so. Warte mal. Oh. Ach, es gibt Roboter-Holzfäller. Warte mal, es gibt doch auch Maschinen. Vielleicht können die uns unterstützen. Ich meine, die werden uns jetzt nicht den Hintern retten, aber. Welcher Mod ist das? Thermal Expansion. Okay, der brennt. Hör auf zu brennen. Gut, der brennt schon mal nicht mehr. Glacial, Magmatil, Induktions. Nee, es ist nur ein Sägewerk. Mist. Okay. Dann machen wir weiter. Also auf jeden Fall sind wir schneller, wie das Feuer sich verbreitet, so wie das hier ausschaut. Ja, habe ich auch so ein Gefühl. Nur die Frage ist, ob wir schneller sind als die Bäume. Nachwachsen. Das weiß ich nicht. Das Problem ist, was machen wir eher? Nehmen wir dem Feuer die Möglichkeit weg, sich weiter auszubreiten? Oder löschen wir die Feuer? Das habe ich mir auch schon überlegt. Weil wenn wir alle Bäume abhacken, dann ist klar, dann. Und alle Setzlinge natürlich wegnehmen. Problem ist, da oben brennen so viele einzelne Dinger. Ja.
Komm. Ey, ich steh. Brennt's bei dir, wo du gerade bist? Ja.